Guten Tag zu euren doofen Fragen. Guten Tag, ich hab es jetzt schon satt. Also, fangen wir einfach mal an. Hallo, mein Name ist Banana Colada. Und zu meiner rechten, linken, was auch immer, was die Kamera gerade so anzeigt, sehen Sie Banana Split. Na, ihr Sackfalten? Alles klar? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Aber, jo, passt. Und heute haben wir das mal ein bisschen anders gemacht, denn wir haben Fragen von Facebook genommen. Falls ihr das noch nicht gewusst habt, wir haben eine eigene Facebook-Seite. Die könnt ihr gerne mal liken. Da kommt ganz viel Stuff drauf. Genau wie auf Instagram. Ach, ist ja gut. Und wo wir gerade schon mal dabei sind, ihr könnt auch noch den neuesten Angriff der Fragen auf Applebox gucken. Der ist tatsächlich einmal gut geworden. Ich musste sogar einmal lachen. Jetzt fang ja nicht mit den Fragen an hier. Was soll denn das? Ist ja unglaublich. Liebe Banana Colada, wie viele Rassen gibt es bei euch und wer ist das sanftmütigste Meri bei euch? Ja, das ist ganz einfach zu erklären. Also wir haben da die Strubbeligen, die Nicht-Strubbeligen, die Nicht-Strubbeligen mit langen Haaren und die Idioten. Meine Tochter Natalie fragt, liebe Banana Colada, verstehst du dich mit Banana Splits Geist? Ja, aber natürlich verstehe ich mich mit Banana Splits Geist. Meine, sie ist meine beste Freundin. Ja, wir sind beste Freunde für immer. Das ist der beste Freunde für immer. Song. Ernsthaft jetzt? Du fängst auch schon an zu singen? Bitte was? Ich habe nicht zugehört. Was war nochmal? Wie ist deine Meinung zu deinem Penthouse-Nachbar? Wie ist denn meine Meinung zu jemandem, der über dir wohnt und den ganzen Tag still ist und nachts dann die Party abgehen lässt? Immer diese nachtaktiven Hamster. Außerdem, was soll das denn bitte, dass er die Wohnung kriegt mit dem besten Ausblick? Wir sind hier schon viel länger. Was tust du jetzt, da Bananasplit wieder da ist? Ich meine, du bist ja nicht mehr der Boss, oder? Also, hier ändert sich überhaupt nichts, weil unsere Anführerin ist und bleibt Porzellan. Sie hat die weisesten und besten Ratschläge von allen. Stimmt, das müssen wir unbedingt noch machen. Das hätte ich fast wieder vergessen. Danke, Porzellan, du bist einfach die Beste. Ernsthaft jetzt? Ihr tut so, als ob ihr sprechen könntet. Ihr habt so einen in der Waffel. Ernsthaft. Heil, Porzellan! Ja, ja, heil meinen Arsch, Alter. Kann ich dein Freund sein? Bitte! Klar, kannst du mein Freund sein. Bring einfach was zu essen mit. Und ich sage dir, wehe, es ist Zucchini. Dann bist du das Gegenteil von einem Freund. Dann bist du ein Typ, der in einen Vulkan gestoßen wird. Was frisst ihr am liebsten? Auf jeden Fall nicht Zucchini. Das kann ich schon mal sagen. Einen Moment, wofür gibt es denn überhaupt Google und Wikipedia? Quasi eigentlich fast alles, was frisch ist, aber auch nicht alles. Ich meine, informiert euch da mal, ne? Es gibt im Internet ganze Listen und da steht auch drin, was wir so gar nicht mögen. Ja, zum Beispiel wie Zwiebelgewächse oder ganz viel Kohl oder Hülsenfrüchte oder Sachen wie Kartoffeln oder Avocado, ne? Also passt immer auf und informiert euch, was ihr euren Meerschweinchen gebt. Hinterher kriegen wir noch Durchfall und Blähungen. Und das will ja keiner. Den ganzen Tag pupsen. Bis auf Chan. Das ist irgendwie das Einzige, was er kann. Was kommt, nachdem ihr die Weltherrschaft an euch gerissen habt? Was wird euer nächstes Ziel sein? Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt, ich meine, wenn man die Weltherrschaft an sich gerissen hat, da ist ja irgendwie nicht mehr viel, was man danach noch an sich reißen kann. Ich meine, wir könnten da natürlich auch noch nach oben gehen. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das ja irgendwann. Dies sind die Abenteuer des neuen Traumschiff Meerschwein. Das hört sich jetzt schon gut an. Ich glaube, das machen wir. Das ist gut. Mrs. Colada, stehen Sie auch so massiv auf Kuschelsachen wie Rollen, Säcke und Hängematten? Oh mein Gott, was ist das denn? Vergesst das mit dem, was machen wir nach der Weltherrschaft. Ich will das da haben. Das sieht mega gemütlich aus. Chan, los, besorg mir das. Und zwar zack ich hier. Können meine Meris euch bei der Anreißung der Weltherrschaft helfen? PS, liebe Grüße von Prinzessin Praline, Miep und Kap. Cake. Ja, natürlich. Hilfe wird doch immer wieder gerne genommen. Mehr Schweinchen der Welt, vereinigt euch. Magst du Pink Fluffy Unicorns? Pink Fluffy Unicorns, dancing on rainbows. Woo, Pink Fluffy. Ach, mein Gott, jetzt habe ich den schon wieder den ganzen Tag im Ohr. Ah, danke schön. Super, hast du gut gemacht. Pink. Ah, ist das schlimm. Wie alt bist du eigentlich, Banana Colada? Wie alt sind die anderen Meris alle? Ich glaube, ich würde sagen, das beantworten wir in dem nächsten Video. Da gibt es einiges darüber zu erzählen. Also nicht vergessen zu abonnieren. Wirst du von Chan gezwungen, Fragen zu beantworten? Ich mache das hier alles freiwillig. Helft mir! Hilfe! Ich mache das auch vollkommen gerne, eure schlauen Fragen zu beantworten. Holt mich hier raus! Guck mal, Paprika. Okay, vergesst es, ich habe nichts weiter gesagt. Oh, lecker, ja. Habt ihr weitere Fragen? Dann klatscht sie doch mal unten in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen rauf, wenn ihr gelacht habt. Oder auch wenn nicht. Ich gehe auf Nummer sicher. Das war's von uns und bis dann. Und jetzt kommen noch Outtakes am Ende, weil die sind immer witzig. Guten Tag zu einem weiteren Angriff der Fragen. Das war falsch. Das ist hier gar nicht Angriff der Fragen. Das ist der Quatsch, den Apple Boy immer hochlädt. Den könnt ihr hier gucken, der ist fast witzig. Guten Tag, ich hab's jetzt schon satt. Ja, aber natürlich verstehe ich mit Bananas Geist.
Ich bin so eklig. Aber wir fressen auf der anderen Seite auch unsere eigene Kacke, also. Das ist das Schlaueste, was ich jemals gehört habe. Ja, das sage ich auch immer. Immer. Nachdem wir die Weltherrschaft an uns gebissen haben, machen wir... üben wir flüssig zu sprechen. Ich gebe auf. Bis dann, bye!